zurück. Du bist der Neuzugang, nicht wahr? Ja. Fand das mich ganz hübsch, wa? Protego! Ach nee, warte. Lumos. Wo war denn das Flatterviech? Oben, ne? Also da jetzt immer nach oben gehen? Wo war das nochmal? Kann ich eine Kiste auch zeitgleich aufmachen hier? Geht das? Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Er wird sicher irgendwann eine Revanche fordern. Wo war denn das? War das weiter unten? Doch, hier irgendwo war, warte, war das. Alter, verläuft man sich wirklich, ist echt riesig, ne? Da war das doch, ne? Quatsch! So. Mal kurz die Brücke angucken hier. Sieht schon malerisch aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Okay. Tja, wollen wir mal da ein bisschen weiter hin hier. Rebellion. So, eine Seite. Lass mich doch mal durch. Was ist das? Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meinen, da sie einer von Peeves Sleeps Norton für Streiche sein soll. Okay. Ich bin in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Reveille. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten. Das wollte ich. Ja, da gleich lang. In eine Falle mich locken. Da vorne war auch noch eine Seite. So, Lachlan der Schlachsige. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan der Schlachsige dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Oh, sieht ganz lustig aus. Rebellion. Ach, jetzt kann ich eben auch mit diesem einen Zauber, kann ich doch jetzt auch dann diese Seiten, die manchmal kamen, doch auch bestimmt finden, ne? Lass mal eine Tour. Ich nehme das mal mit. Ein bisschen erkunden nebenbei. Okay, shit. Wo bin ich denn jetzt? Sammlung akquisiert Schachbrett. Okay. Müssen wir etwa wieder tun, Leute? Na, mal kurz gucken. Na, unser Zauberbuch hier. Aufträge.
Schafer blau. Erscheinungsbilder. Revielo-Seiten. Revielo-Seiten. Revielo-Seiten, Alter. So, heimgesuchte Toiletten. Dann hatten wir einmal hier Pieps, ne? Ne, Lachlan. Statue von Gregor, dem Kriecher. Und das Source Elfenrezeptbuch, okay. Ausrüstung. Warum ist denn hier ein Ausführungszeichen? Was habe ich denn jetzt hier übersehen? Ach, Losam. Lucan ist da drüben. Ah, was ist das denn hier wieder? Warum leuchtet die? Was soll mir die? Ach, hier. Okay. Lumos. Auch nicht, okay. Rebellion. Irgendwas ist er damit, mit dem Ding hier. Aber egal, okay. So. Kann ich dir helfen? Ja, kannst du. Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich birgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja, wir haben runtergeknallt vom Tisch. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. Okay. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Jo. Ganz recht. Definitiv. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Okay. Na, willst du es mal versuchen? Na, darum bin ich ja hier. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Ja, schauen wir mal. So, durchbreche gelbe Schilder mit Kontrollzaubern, wie dem Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung erlaubt es dir, Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Okay. Gemacht.
Sebastian hatte recht, was dich angeht. Danke. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas. Ich sage, wir sehen aus wie einer von hier, wie Thomas Shelby von Dann habe ich vielleicht Banners. Etwas für dich. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Ja, danke. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ach, da gehen wir zu Fuß hin, oder? Vielleicht finden wir noch auf dem Weg dahin noch ein paar Sachen. Dein nächster Gegner tut mir jetzt schon leid. Danke fürs Kompliment. Warte nur, bis ich größer bin. Dann werden wir ja sehen. Ja, hat auch mit der Größe nichts zu tun. Rivelio. Sie sehen herrlich aus. Wie Ladu? Frische Luft würde bei Ihnen schon werden. Das ist verschlossen, ne? Schade. Wie gesagt, fürs Nase hochziehen muss ich mich jetzt schon entschuldigen. Ich hoffe, das reißt mich schon zusammen. Aber es ist echt hier so ein bisschen mein Heuschnupf-Problem gerade. Gepaart mit einer kleinen Sommererkältung. Peeves. Alles klar. Peeves ist cool. So, der Vivernbrunnen. Die Spitze des Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Viverns verziert, Alter, und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gegenteiliger Gerüchte, die möglicherweise von Sir Caelugan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Vivern von Vir, der von den lebhaften Rittern selbst erschlagen wurde. Okay. Oh, eine Katze. Oh. Ja, kleiner Schnurri. Kannst du da mitkommen, hm? Rivelio. Ja. Schloss. Okay. Dum. Stopp, das war eine Tour. Wo komme ich da hin? Durch ein anderes Tor oder wie? Mal kurz gucken. Das habe ich nämlich ganz geblickt hier irgendwie. Na, siehst du wohl. Ha! Richtigen Zauber und dann geht das auch. Aber das hier, ich hab das noch nicht ganz. Also da bin ich gerade ein bisschen zu doof zu leuchten. So, hier sind mehrere Symbole drauf. Ja, nicht drüber schmunzeln, machen wir später eine Fette drüber. Alles klar. Stopp, was ist das? Düdelü! Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Ist ja cool. Oh, das ist noch eine Seite.
Und die Seite, die kann ich auch hier von hier oben. Oh je, dafür bekomme ich Ärger. Warte, da war ich habe mir gerade eine Seite gesehen. Ich habe hier doch gerade eine Seite gesehen, oder nicht? Nicht? Hier ist doch eine Seite lang geflogen, oder nicht? Ach hier. Ja, was angerichtet. Na, erzähl, was los? Ist alles in Ordnung? Oh, ja, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Okay. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Mhm. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Okay. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Ja, das könntest muss ja du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Aber wir können unser Glück mal probieren. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe? Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Mhm. Kurz gucken, können wir das nachverfolgen? Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio heranholen. Da passt eben noch. Okay.
Revelio. Ach hier. Alter. Wörterbuch. Mann, ey. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurück wollen. So, heute war ein guter Tag. Zumindest bis Garrus das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekt gedünsteten Flowfling verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein. Tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Revelio. So, zwei Bücher brauchst du jetzt noch. Was ist denn da hinten? Moment, da leuchtet da irgendwie was. Ah, wie oft hier verschlossen, ne? Ja, natürlich. Weil da eine Truhe ist. Okay. Ah ja. Ach hier. Hm? Ah ja. Reyes tut so, als hätte sie Quill. Sag mal. Und ein bisschen das letzte. Vielleicht sollte ich einfach gar nicht ziehen. Anscheinend geht das irgendwie leichter. Aber hier flog noch eine andere Seite rum, glaube ich, ne? So, dir stehen nicht gesammelte Belohnung zur Verfügung, okay?
So, dann können wir das ja mal zurückbringen. Freut sich bestimmt. Rivelio. Was? Dafür müssen wir die Treppe runter. Halt, stopp! Ruhe, nehmen wir mit. Lumos. So, ein Bild mit dem großen Zauberer. Rodrigo. Bild mit dem großen Zauberer. Lumos. Patsch. Treppen dann auf der anderen Seite. Oh, komm, lauf, Junge. Oh. War das Schloss, komme ich ja nicht hin. Oh, da vorne liegt noch irgendwas rum. Professor Black dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen. Jemand hat sich in die verbotene Abteilung geschlichen. Und Cressida Blume scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten, in der sie ihre neuesten Beschwörungsformeln übt. Das ist äußerst störend. Man könnte Pearson vielleicht zu solchen Possen als Zahn bezeichnen. Aha. Na, hier Schüler verpetzen geht da wohl gar nicht. Macht man nicht. Da. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Bitte. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass jemand mein Tagebuch liest.